Hi there und herzlich willkommen zurück zu Master the Magicians, Folge 4. Falls ihr die letzte Runde nicht gesehen habt, könnt ihr euch den Spielverlauf in der Videobeschreibung anschauen. Also im Allgemeinen findet ihr in den Videobeschreibungen immer den Spielverlauf der letzten Folge. Spiele gerade alleine, weil der andere Typ gerade essen ist und im Gegensatz zu mir schafft er es halt nicht in 5 Minuten, weil, weiß ich nicht, so er schafft es halt nicht so. Ich esse ja auch nicht immer bis zum Platzen. Also es ist vielleicht ein Tipp, den ich den Leuten geben kann, die vielleicht, ja, Probleme mit ihrem Gewicht oder so haben. Also ich habe zu einen krassen, wie sagt man, Stoffwechsel? Der ist natürlich zu krass und ich bin ja knapp an der Magersucht. Aber ich höre das jedenfalls auch immer im Fernsehen, dass die Wissenschaftler und Experten halt raten, nur so viel zu essen, wie du brauchst. Also, man hat ja halt Hunger und man sollte halt nur so lange essen, bis man keinen Hunger mehr hat. Also nicht, bis man satt ist und sich am Boden kugelt, weil man sich nicht mehr bewegen kann. Also, wenn ich einen Döner mit einem Mal esse, dann ist es echt so, dass ich so kaputt bin, dass ich sofort einschlafe, weil der Döner mir so krass im Magen liegt. Und deswegen nur einen halben Döner essen, jetzt bei dem Beispiel. Und ich dachte mir, vielleicht liegt es ja daran, dass ich nicht zunehme, weil ich wirklich nur so viel esse, wie ich brauche, nicht bis ich platze. Weil Essen ist für mich nur so eine Tätigkeit. Mir macht es nur Spaß, wenn nebenbei was im Fernsehen läuft. So Vampire Diaries oder so. Sonst denke ich mir mal so, nein, jetzt muss ich schon wieder essen, ich habe doch gar keine Lust. Also, ja, denk mal drüber nach oder auch nicht. Ich dachte mir, ich spiele halt Lulu nochmal, weil das ja beim letzten Mal nicht so komplett aufgenommen wurde. Das Lustige ist, ich habe vorhin auch nochmal The Visual Rework, habe auch nochmal versucht aufzunehmen und nach 5 Minuten ist es abgekackt. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn ich dann nicht nebenbei getötet worden wäre, wenn ich nicht nebenbei sterben würde, so, weil Fraps hängt sich auf und das ganze Bild hängt sich auf und dann so, vorhin habe ich gegen Cannon gespielt, war total einfach, aber dann hat sich Fraps aufgehangen und ich hatte eine Minute lang kein Bild und bin dann einfach in den Turm gerannt. Leider. Das ist nicht so schön. Lulu ist anscheinend nicht so die Olle, die gerne vor der Kamera sitzt. Also, das ist nicht unbedingt so die man dann vor die Cam kriegt, so in Skype, schätzungsweise. Aber ich hoffe, das funktioniert jetzt irgendwie. Wir haben ein interessantes Team. Ach ja, wir haben ja Trash nicht. Ja. Wir hätten einen Trash haben können, aber irgendwie haben die Supporter momentan nicht so wirklich Internet. Weil jeder fliegt irgendwie bei mir raus. Also kommt noch nicht mal rein. So, ich drücke dann auf Bestätigen und dann steht er, ja, Spieler nicht verfügbar und so. Deswegen haben wir jetzt Jahn. Also sonst hätte ich gesagt, wir haben gute Tanks. Aber nein, Jax könnte ein bisschen tanken. Ansonsten haben wir ja eher so AP-Gedöns. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie es mit dem gegnerischen Team aussieht. Ja, ist natürlich schade, dass es manchmal mit Fraps passiert. Aber ich meinte ja, ich wage jedenfalls zu behaupten, dass ich es gesagt habe, dass es ja nicht so schlimm ist, sofern ich einen Champ spiele, den ich schon mal gespielt habe. Wenn ich jetzt einen neuen Champ gespielt hätte, dann hätte ich wieder eine halbe Folge hochgeladen. Aber da es ja nur Lulu war, in Anführungsstrichen nur, wir haben ja schon wieder gewonnen. Aber irgendwie will das Lulu möchte nicht vor die Cam. Merkt euch das, ja. Wenn ihr Lulus Herz erobern wollt, ihr dürft die nicht unter Druck setzen, ja. Wenn ihr irgendwie sagt, wenn ihr zu ihr sagt, ja, Lulu, komm mal Skype. Lass uns mal Cam, jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Lass uns mal mit Cam reden, so. Das macht die nicht. Serviert euch ab. Die serviert euch eiskalt ab. Ja, also passt da auf jeden Fall ein bisschen auf. Wobei, wenn ihr Lulus Herz erobern wollt, dann, naja, dann stellt sich die Frage, wie alt seid ihr denn so? Ich weiß aber auch gerade nicht, wie alt Lulu ist. Das könnte ja eine von diesen Kleinwüchsigen sein, so. Weil Yordles sind ja im Allgemeinen klein. Ich muss gerade so lachen, weil da stand Rengars Camping. Ich stelle mir gerade so Rengar vor. So am Lagerfeuer. Mmh. Leichte Beute. So, wenn ich jetzt richtig krass bin, ja. Das geht jetzt so schief, aber ich könnte jetzt irgendwie reinblitzen. Wobei, nein, ich bräuchte noch Level 3. Level 4. Dann hätte ich nämlich die andere Sache. Reinblitzen. Und dann meine Skills abfeuern. So. La 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 la
Oh, ja! Oh mein Gott! Ich dachte gerade so, das geht schief. Vor allem, jetzt habe ich meine Tür aufgemacht. Wegen der Katze dachte ich mir so, okay, jetzt darfst du aber nicht brüllen. Und genau dann brüll ich. Okay, das, ja. Fuck. Aber ich wollte doch zeigen, was ich kann. Ich musste es einfach tun. Ich habe gerade ein bisschen Cappuccino-Intus. Das ist nicht wundern, wenn ich jetzt hier total krass abgehe. Ist natürlich noch derselbe Tag. Ist ja erst 13 Uhr, also... Ich habe letztens den Fehler gemacht und habe um 22 Uhr 3 Tassen Cappuccino getrunken. Und dann bin ich zur Schule gegangen und habe so eine halbe Stunde geschlafen oder so. War nicht so cool. Also ich unterschätze es. Ich denke mir immer so, naja, das bisschen, aber ja, vor allem ich trinke das ja auch nicht oft, genauso wie Cola. So, das ist so ein bisschen wie mit einem Alkoholiker. Wenn du jeden Tag 3 Liter Bier trinkst, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn du einmal im Monat Cappuccino trinkst, oder Cola, dann das haut dich so um. Das haut dich so krass um. Ich meine, ich werde ja nicht hyperaktiv oder so, weil ich ja so ruhig bin. Dass man irgendwie denkt, ich würde davon abgehen oder so. Nee, ich kann doch einfach nicht schlafen. Wobei mir letztens dann die krassen Ideen gekommen sind. So, ich lag ja dann so bis um 5 Uhr wach oder so. Ich dachte mir, oh, ich habe jetzt voll Bock aufzunehmen. Und oh, Mario und Let's Plays. Yeah, geil. So, da, keine Ahnung. Vielleicht hilft mir das ja beim Aufnehmen. So einfach 300-400 Tassen Kaffee trinken. Hemmung und so. Die Hemmung fällt. Demasiado! Oh nein, it's scary! Oh, trotzdem. Trotzdem gesessen, dein Ernst? Das ist ja doof. Garen habe ich einmal bei Aram gespielt, ich weiß auch nicht. Also ich habe ganz am Anfang gespielt, bei meiner ersten League of Legends Runde. Weil Max, mein in Anführungsstrichen Mentor, so meinte, ja, spiel Garen. BFS. Best. Was heißt das? Er meinte so, ja, spiel Garen und so, ist voll einfach, aber ja, keine Ahnung, er ist ja nur so da und spielt... gegebenenfalls Lockvogel oder so, also was kann der? Gut, jeder im Grunde kann jeder was, wenn er viel Kills hat, aber irgendwie... Gavin ist halt für mich so ein Champ, der ist halt einfach da und er nervt dich, beziehungsweise ich finde ihn ein bisschen lustig so. Wenn er dir hinterher rennt und so denkt, ja, ich töte dich jetzt oder so. So, ich finde ihn lustig, aber ich nehme ihn jetzt auch nicht so ernst. Ist vielleicht auch so der Grund, wieso ich dann eventuell gleich sterben werde. Ich habe ja beim Ahri-Let's Play, habe ich Yasuo auch nicht ernst genommen, aber das lag ja daran, dass ich vorher noch keinen guten Yasuo gesehen habe, also... Das wird ihm nicht gefallen. Ob ich einen guten Garen gesehen habe, ich weiß es nicht. Ja, aber er ist halt, ja, er ist einfach da, so. Meine Meinung. Aber vielleicht gibt es ja da draußen einen krassen Garen-Main und der kann mir da mal so Videos posten. Ja, hier, so sieht es aus, wenn man mit Garen gut ist. Und so. Ah, will mich angreifen. Oh, doch nicht. Demasiado. Ja, also er ist für mich so dieser Klischee-Trottel, der nichts in der Birne hat, aber total stark ist. Also er sieht jedenfalls so aus. Und im Allgemeinen Nahkämpfer gegen Magier ist auch halt nicht so gut. Nichts ist gut gegen Lulu, außer Lulu selbst. Thanks, Jax! Und so ähnlich wie bei Heimer unterschätzen die Leute das auch immer, wenn sie, die springen dann so bei in Heimer rein oder halt in Lulu und denken sich so, manchmal auch wenn ich vom Turm stehe, denken sich so, ja, die kleine Jordelin, die machen wir platt und dann setze ich Ult ein und mach Schaden und verbrennen und dann sind sie tot. Ja, von wegen hier, ich werde dann auf einmal ganz groß. Kennt der Garen nicht, dass Sachen manchmal groß werden? Ho, ho, ho. Den Ritter gedisst. Oh mein Gott. Garen kennt sowas nicht. Oh. Aber ich muss halt aufpassen, weil ich teilweise vergesse, dass er mich auch betäuben kann mit seinen Attacken. Ich weiß nicht, ob es mit dem Dreh war, aber mit irgendeiner Attacke konnte er mich betäuben. Garen! Oh. Out of magic, I'm out of magic. I have no magic left for you.
I'm out of magic. I'm out of magic. Magic, 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 magic. Let's dance! Aber er kann natürlich auch HP regenerieren, wie mir gerade so wieder einfällt. Weshalb er HP regeneriert vor meinen Augen. Und ich kann nichts dagegen tun! Oh, schade. Hätte ich ein bisschen gewartet und ein bisschen nach rechts gezielt, dann hätte das funktioniert. Aber so viel ist es ja jetzt auch nicht. Please to meet you, I'm Lul, let me show you doom. Up we go, Falcon start to start to swoon. Up here we go. Und so. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Oh. Okay, Achtung! HP, MP ist wenig, MP ist wenig, MP ist wenig. Please to meet you, I'm Lulu, let me show you doom. Oh, yeah. Oh mein Gott, sie kacken wieder ab! Ja, Jax gegen LeBlanc ist auch so eine Sache. Aber ist der nicht irgendwie der Jungler? Hm, die scheinen da gerade echt durchzuhauen, kann das sein? Das ist halt immer so eine Sache, ich überlege dann so, ja, soll ich jetzt runtergehen, aber dann schleppe ich ja den Garen mit so, also... Naja. Ah nein, Syndra ist jetzt Berserker. Okay, ja, dann haben wir vielleicht auch noch Hoffnung. Das war dumm. Das war dumm, das war zu zeitig. Ich hatte halt keine Mana mehr. Aber egal, das ist ja erstmal weg. Alles geplant, na klar. 6-0, okay, okay. Habe ich mir Sorgen gemacht? Tut mir leid. Hab doch mal Vertrauen in deine Mitmenschen. Nein, ganz sicherlich nicht. Erstmal Tränke kaufen. Tränke sind wichtig. Kann man sich wirklich auch drüber streiten, ob das so sinnvoll ist, immer fünf Tränke mit sich zu schleppen, aber ich brauch's halt, ja. Ich setz halt gerne viel ein, setz den Gegner gerne unter Druck, unter Blutdruck. Ich messe gerne ihren Blutdruck, wollte nämlich eigentlich mal Arzt werden, aber hat nicht so funktioniert. Deswegen fuchte ich jetzt mit dem Stab rum. Aber immerhin habe ich einen schicken Hut. Geht der jetzt runter? Nein. Nein. It's Demacia Time. Gibt es eigentlich so ein Demacia-Lied? Also es gibt ja so ein Piratenlied und ein Yordle-Lied. Gibt es bestimmt, aber ich habe ja auch noch nicht so viel gesehen. Ich werde nicht fangen. Na, 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 na. Oh, da treffe ich noch nicht mal. Darf halt auch nicht so sinnlos was rausfeuern. Ah, hier ist er schön gewortet. Das gefällt mir. Dann setzen wir mal hier eine. Falls ich wieder zu nah am Turm bin und vergesse, dass ich ihn total unter Druck setze. Dann kommen nämlich gerne mal die Jungler. Jungle, Jungle, Jungle. Da gab es auch so ein lustiges Meme. Da haben sie so ein Team gezeigt. So, ja, mein Team und ihr Team. Also so diese typischen, mein Team ist scheiße und ihr Team ist brutal. Und dann war da so ein Bild. So, wer geht in den Jungle? Und beim Gegnerteam war es Bear Grylls. Ich musste so feiern im Unterricht. Weil, hey, Bear Grylls, ja, der Meister im Jungle. Im Dschungel. Ja, ich muss aufpassen, ich will nicht in dieses Deutsch-Englisch verfallen. Das kritisiere ich ja bei anderen, also sollte ich es gegebenenfalls nicht selber machen. Ich mag das nicht, das klingt so behindert. Aber manche Wörter fallen einem dann halt auch nicht ein. Also deutsch-technisch. Please to meet you, I'm Lulu, let me show you doom. Lul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 . I'm Lulu and I'm cool. Oh nein! Ich krieg Besuch. Can you use the fucking ghosts? Timmy haben wir auch im Team. Ist immer gut, wenn man Timmy im Team hat. Timmy! Lickelele! Lickelele! Timmy! Will sie jetzt hochkommen? Ja, ah.
Bam! All planned. Gab sie dir, Timmy! Ligilile, ligilile! Wie viel hat er noch? Oh. Das jetzt so. Oh Gott, das war gar nicht klug. Das war gar nicht klug! Aber ich hab's überlebt! Huh! Ah, das war mies! Das war mies! Das war mies. Aber war cool. So, ich dachte mir, ja, Garen, aber ja, der ist halt auch sehr, sehr schnell. Ne? Ich starte mal Fraps neu. Oh, es hat funktioniert. Garen ist... Was für ein Bündnis? What the fuck? Hat die jetzt erst ihr Bündnis gemacht? Garen ist ziemlich schnell. Glaubt, das hat irgendwas mit seinem Passiven zu tun. Aber was ist der aktive? Aktiv, passiv. Auf jeden Fall HP-Regeneration und eventuell Geschwindigkeit. Ich wage zu behaupten, das war bei mir in Aram auch so, dass ich total schnell mit Garen war. Ich dachte mir so, okay. Timmy! Ligilele, 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 la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 l
Aber so andernfalls finde ich es nicht so lustig. Es ist auf jeden Fall wieder so eine Runde, die wir, glaube ich, gewinnen werden. Rein spekulativ behaupte ich das jetzt mal. Wee. Hi, hi, Fegedidei. Macht, was ihr wollt, denn Piraten sind frei. Ja, also wenn ich dann Syndra, meine Fresse, noch ein bisschen unterstütze, dann sollte das schätzungsweise geklärt sein. Und Redfieldet. Macht, was ihr wollt, denn Piraten sind frei. Ja, wenn die Mitte jetzt noch ein bisschen... Ah! Oh nee, sie sind alle unten. Ein bisschen weiter gepusht wäre, dann dürfte eigentlich keiner hochkommen. Eigentlich. Ich habe viel Geld. I have money and I know it. Oh, sie ist fast tot. Oh! Da ist Frischfleisch. Krieg ich den? Ohne zu sterben? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht! Das war ein Fehler. Ja, ich hab's nicht eingesetzt. Ja, das war einfach dumm. Das war einfach dumm. Da gibt's keine Entschuldigung für. Aber ich dachte mir so, ja, so ein Rengar am Lagerfeuer essen, so schön gebraten. Oder in der Mikrowelle, schmeckt bestimmt, aber... Jetzt gibt's Lulu in der Tiefkühlfritteuse. Tiefkühlfritteuse? What the fuck, was ist denn das? Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Mit oder ohne Fritteuse. Von daher... Aber das... Ja, ich warte mal wieder auf den anderen Bildschirm. Aber das war natürlich nicht so wirklich mein Verdienst. Jetzt ist der offline gegangen, super. Warum denn? Schlechtes Timing, würde ich sagen. Aber okay. Es war halt okay, so Garen war halt da und Rengar war halt scheiße. So, sehe ich jetzt erst. Und ja, hier wieder, wo ist denn hier? Ach ja, Rengar war ja sogar Unterstützung. Ja, die Botlane hat's halt versaut. Syndra hat dann so ein bisschen gekillt halt. Timmy! Der behinderte Rollstuhltyp hat die Runde für uns entschieden. Hat dafür gesorgt. Hat's für sich entschieden und für die Runde auf alle Fälle. Also für unser Team. Gott, ich kann nicht reden. Ja, gut. Das war's heute mit Master the Magicians. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr Timmy ein bisschen Geld spenden wollt, so damit er vielleicht aus dem Rollstuhl kommt. Man weiß es ja nicht, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für ihn. Spendet was! Habe ich das eben gesagt? Ja, Daumen und Spende. So, ich habe schon wieder auf halber Strecke vergessen, was ich gesagt habe. Das und noch vieles mehr gibt's auf jeden Fall hier zu tun. Und ihr könnt euch natürlich auch einfach die nächste Folge anschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.